bete einfach jeden Tag das Vaterunser und dort steht, dass man vergeben soll. Und das versuche ich. Ich versuche es. Aber in gewissen Situationen kann ich es nicht. In gewissen Situationen kommt dann die Wut wieder. Es war seine Rasta-Mütze, die Dominik Bein zum Verhängnis wurde. 7 Rechtsradikale identifizierten den 15-jährigen Schüler und Reggae-Fan Dominik als Linken. Deshalb prügelten sie ihn beinahe tot. Kein einziger hat Dominik angeschaut und wer vielleicht hergekommen hat, gesagt, es tut mir so leid, was ich dir angetan habe. Nein. Dominik Bein ist seit der Tat schwer behindert. Ich muss alles selber in die Hand nehmen, die Gerechtigkeit selber. Haben die sich eigentlich bei Ihnen mal entschuldigt? Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Einmal Opfer, immer Opfer. Dominik Bein ist heute 34 Jahre alt. Die Verletzungen an seinem Gehirn, die ihm die Skinheads zugefügt hatten, waren irreversibel. Das ist nochmal ein Balkon. Super. Dort tun sie rauchen. Okay. Bei unserer ersten Begegnung zeigt er mir seinen größten Stolz: die eigene Wohnung. Okay. Und immer noch so Reggae-Fan? Ja. Nicht mehr so fest? Nein. Aha. Der Dominik wohnt wirklich allein hier, Frau Bein, ja? Ja. Ganz allein, schon Luxus. Ne? Das ist das Babyfon, mit dem überwache ich ihn. Ah, okay. Also allein leben kann er schon nicht, ganz allein. Aber Sie sind in der Nähe. Ja, ich bin gerade da und ich höre alles, wenn etwas ist. Rosmarie Bein, Dominiks Mutter, lebt im gleichen Haus, 2 Etagen unter ihrem erwachsenen Sohn. Wenn Dominik Bein einen epileptischen Anfall hat oder seine wiederkehrenden Albträume ihn plagen, kann sie sofort zur Stelle sein. Dominik Bein ist wegen seiner schweren Hirnverletzungen auf Betreuung angewiesen. Rund um die Uhr, ein Leben lang. Fast 20 Jahre sind seit der Tat vergangen. Was willst du machen? Gurken. Also, du hast Gurkenschälen da. Er ist schon selbstständig geworden. Trotzdem hat man noch alles Museum wirklich machen, auch Schuhe binden oder so etwas machen. Und das muss man ihm heute nicht mehr, er tut alles selber. Es geht einfach alles sehr langsam. Und man muss, kann man ihm nicht ein paar Sachen miteinander sagen, zu machen. Er macht eins ums andere. Jetzt die Gurkenschäle, ich kann jetzt nicht sagen, mach dann das und das und das auch noch. Das geht nicht. Man muss eine Arbeit um die andere aufgeben. Aber dann macht er das sehr gut. Ja, ein bisschen am Pullover. Hast du es schon abgeschnitten dort? Aber nicht dort, du musst das auf einem Brett schauen. Ja. Sprechen fällt Dominik Bein schwer. Doch kognitiv ist er fit und versteht alles um sich herum. Auch seine eigene Situation. Ja, wo mit der linken Hand eben schön.
weil er halt eben selbstbewusster wurde, ist, hat er auch selber wieder das Denken, das in mir erlebt. Und er merkt natürlich, all seine Kollegen sind jetzt geheiratet, haben Kinder. Und er merkt natürlich, dass er immer an Grenzen stößt. Und das macht ihn fertig. Und mit dem kommt er fast nicht Schlag. Er will auch eine Familie. Er hat gerne Kinder, er will das auch. Und das macht mich auch immer sehr traurig. Es geschah im April 2003. Mit einem Freund wollte Dominik Bein ein Konzert in Frauenfeld besuchen. Dieses war ausverkauft, die beiden machten sich auf den Heimweg und trafen auf 7 rechtsextreme Schläger. Diese waren angereist, um Linke zu vermöbeln. 2 Stunden hatten sie schon vergeblich nach Opfern gesucht. Dann trafen sie auf Dominik und seinen Freund. Dieser kam mit einer Gehirnerschütterung davon, wahrscheinlich weil er gleich nach dem ersten Schlag bewusstlos wurde. Dominik aber wollte fliehen. Die 7 Skinheads holten ihn zurück und traktierten seinen Kopf mit Stiefeltritten. Du musst dich noch anschnallen, Dominik. Ja, ich auch, gell? Ja, das gibt es für mich auch. Auch fast 20 Jahre nach der Tat braucht Dominik Bein jeden Tag Therapien. Tschüss, Tommy, mach's gut, gell? Pass dich auf. Lernst du etwas? Dass die Krankenkasse die Therapien bezahlt, musste Rosmarie Bein aufwendig mit Dominiks Anwalt erstreiten. Die Selbstbehalte aber bleiben an Mutter und Sohn hängen. Eins. Zwei. Drei. Drei. Spanien. Was auch immer ist, bei so schweren Schädel-Hirn-Traum, ist eigentlich das Reden meistens ein Teilaspekt, der betroffen ist. Aber es kommen noch viele andere kognitive Funktionen dazu. Also jetzt eben auch Aufmerksamkeit, Antrieb, den Gedächtnis, allgemein auch die Verlangsamung, die man merkt. Hinzu kommen seine regelmäßigen Blackouts, in denen Dominik Bein alles um sich herum vergisst. Hallo, er kommt gerade. Hallo Dominik, jetzt habe ich dich nicht gesehen rausgekommen. Aber du hast uns gesehen, gell? Es ist gut gegangen in der Logo. Was hast du machen mit dem Ballon? Wörter sagen, Städte oder so, Länder. Was ist so das Schlimmste daran, wenn man nicht gut reden kann? Ich habe muss ich helfen? Er kann keine Satzbildungen machen. Er kann vielmal windet er den Satz nicht, den er sagen will. Er will etwas sagen, er weiß es im Kopf, was er sagen will, kann ihn aber nicht sagen. Das ist eine grosse Belastung. Und wenn er dann einmal ein bisschen reden konnte, dann ist er nachher sehr müde. Dankeschön. Bitte schön, schönen Nachmittag noch. Ja, ja. Bitte, danke. Ja. Dominik Bein hat die Prügelattacke der Neonazis nur ganz knapp überlebt. Seine linke Körperhälfte war gelähmt. Der 15-Jährige musste wieder gehen, sprechen, sogar schlucken lernen.
Sein Berufswunsch, Rettungssanitäter bei der Rega zu werden, bleibt unverwirklicht. Zukunftsträume mit gezielten Stiefeltritten gegen seinen Kopf vernichtet. Ich zeige Ihnen jetzt hier drei Bilder, Dominik, gell? Und sage Ihnen einen Satz. Und ihr sagt mir, zu welchem von diesen drei Bildern dieser Satz passt. Ich muss zum Zahnarzt. Warum passt das zu diesem Satz? Ich war ein Zahnbürste. Durch die Schläge ist es zu einer erheblichen Verletzung des Gehirns gekommen. Außerdem trat dann komplizierend eine Blutung hinzu, die eine Operation notwendig gemacht hat. Bei der Operation wurde dann nicht nur das Blut entfernt, sondern es mussten auch Teile des Gehirns reseziert werden. Die Genugtuung für diese Tat leistete anstelle der mittellosen Täter der Kanton Thurgau. Die Summe von 190'000 Franken investierten Mutter und Sohn in eine Wohnung für Dominik. Eines seiner täglichen Rituale, er dreht sich einen Joint aus CBD-Hanf. Wieso rauchen Sie das? Ja, das Rauchen. Zum Relaxen. Dass du dich kannst relaxen. Relaxen. Ruhiger werden. Okay. Nur so richtig abhängig. Genau. Sie tun ihm wirklich viel, auch wirklich alleine machen, oder? Alles eigentlich. Menschen fühlen sich nicht gut an ihnen, alles hilft. Behinderte wollen gar nicht, dass man ihnen alles hilft. Die wollen viel selber machen. Mm-hmm. Und sie sagen einem schon, können sie mir helfen, wenn sie etwas haben müssen. Ist das auch der Grund, dass sie ihn eben nicht in ein Heim geben wollen? Ja, das ist ein Grund, dass sie einfach nichts selber machen dürfen. Es gibt noch mehr Arbeit, wenn sie selber nicht einschenken. Es gibt noch mehr Arbeit, wenn das ausleeren können. Und dann müssen wir noch putzen. Das lernt auch aus, aber dann sag ich, dort ist die Lumpe. Holen, putzen. Das heisst aber auch, dass Sie eigentlich immer schauen müssen, oder? Ja, also ich bin ja dann da. Ich nehme ja mein Tablet dann auch raus und gehe essen. Das ist ja nicht einverstanden. Halt... Er muss nicht immer schauen. Er will nicht, dass ich immer schaue. Er will viel selber machen. Er will selber machen. Manchmal sieht er dann, dass auch er läuft durch. Das ist nicht gut. Das kann er noch nicht selber. Da muss man noch helfen. Geh ein bisschen runter. Nein. Du weißt ja, wo ich bin. Du musst einfach herkommen, wenn du etwas brauchst. Gell? Okay. Tschüssli. Der Bein ist versorgt, da ist die Schuhe noch. Ist keine Mutter da über die Schuhe. Auf substanzielle Schadenersatzzahlungen der Täter wartet Dominik Bein bis heute vergeblich. Er lebt mit gut 1'400 Franken IV-Rente pro Monat. Für den Pflegeaufwand und seinen Verdienstausfall müssten ihm die Täter mehrere Millionen Franken bezahlen. Peace. Peace. Schön so zu leben. Nein. Mutter unten und sie da oben. Nein. Ist nicht schön? Nein. Was wettet sie denn? Mhm. Ja, ich. Allein, hä? Ja. Mindestens einer von Dominik Beins Peinigern war Mitglied der militanten Neonazi-Organisation Blood and Honor. Einer der Täter hat sich in der Untersuchungshaft das Leben genommen. Das Obergericht des Kantons Thurgau verurteilte die sechs anderen Angeschuldigten wegen versuchter vorsätzlicher Tötung zu Zuchthausstrafen von 5 bis 6,5 Jahren. Alle sechs zogen das Urteil ans Bundesgericht weiter, das ihre Beschwerden abwies. Da hinten hatte es so die Sicherheitsschleuse, die man durch musste. Für mich war es immer ein Spiessrutenlauf, an diesen Jugendlichen vorbeizulaufen, die ja die Angeschuldigten begleitet haben. Es war unangenehm.
Wegen des riesigen Publikumsinteresses wurden die Prozesse in den Gemeindesaal von Velben-Wellhausen verlegt. Wir sind da vorne gesessen. Also ich als Anwältin und Verteidiger, sie ist auf der anderen Seite. Und da hinten war wirklich voll. Ist die Verhandlung, auch der Prozess, auch der Vorfall, ist das in Ihrer Laufbahn einzigartig gewesen? Eine Gewalttat ist nie gerechtfertigt. Aber da, was unter dem Titel dieser Gruppierung, die Blood and Honor, gelaufen ist, dass man einfach jemandem wahllos aussucht, nur weil er ein Mützchen anhat, das ihm nicht passt, und invalid ginket, das ist mir wirklich nie mehr begegnet, diese Brutalität. Und das waren ja mehrere, wir haben das zusammen gemacht. Ja, es hat mich, ist mir jetzt noch präsent. Bernadette Zürcher arbeitet nicht mehr als Anwältin. Nicht nur, aber auch, weil Opfer von Gewaltdelikten so schlechte Karten haben. Wir haben ja ein System, ein Rechtssystem, wo diesen Opfer beschränkt finanzielle Mittel zur Verfügung stellt. Das habe ich immer ein bisschen speziell gefunden, wenn ich ein Strassenverkehrsopfer vertreten habe, weil da habe ich eine Haftpflichtversicherung und dann ist der Schaden bezahlt. Und was ich da ein bisschen stossend finde, ist, bei so einem Fall, wo man bewusst und willentlich jemanden schädigt, in den Kopf hineinginkt und wirklich in Kauf nimmt, dass da eine bleibende Schädigung ist, wird das Opfer nicht entschädigt. Was denken die Täter heute über ihre Tat? Bereuen sie den Gewaltexzess? Die sechs Männer sind seit über 10 Jahren wieder auf freiem Fuß. Ich schreibe Ihnen einen Brief und bitte um ein anonymisiertes Interview. Dominik Beins Anwalt wird meinen Brief an die sechs Männer weiterleiten, um an ihr Gewissen zu appellieren. So wie er immer wieder versucht, sie an ihre finanziellen Verpflichtungen Dominik Bein gegenüber zu erinnern. Mit geringem Erfolg. In 10 Jahren flossen tröpfchenweise rund 20'000 Franken Schadenersatz. Gefordert werden mindestens 3 Millionen. Im einen oder zwei Fällen habe ich ein Telefon bekommen. Sie sollen mal aufhören. Sie haben ihre Strophe abgesessen und mehr können sie nicht machen. Es waren verschiedene so Elemente. Als ich jetzt die letzte Runde gemacht habe, gesagt, auch das Fernsehen wäre auch interessiert, wenn sie auch ihren Standpunkt darstellen würden im Fernsehen und so. Dann habe ich nur beim einen zum Beispiel gehört, mein Anwalt meldet sich dann. Also scheinbar ist er in der Lage, einen Anwalt zu finanzieren. Aber er war nie in der Lage, bis jetzt auch nur einen Franken ernsthaft am Dominik zuzulassen, um dem seine Situation zu verbessern. Es ist das Opferhilfegesetz vor seiner Revision 2005, das diesen Missstand möglich macht. Genauer gesagt, das sogenannte Quotenvorrecht des Kantons. Denn anstelle der mittellosen Täter bezahlte die Opferhilfe, also der Kanton Thurgau, die 190'000 Franken Genugtuung an Dominik Bein und seine Mutter. Bevor er nun Schadenersatz fordern kann, müssen die Täter diese 190'000 Franken an den Kanton zurückzahlen. Der Staat blockiert die Forderung. Also nehmen wir an, es hat etwa 1 Million von einem Täter zu gut, eigentlich nach Haftpflichtrecht. Was hier problemlos möglich wäre, theoretisch im Fall von Dominik Bein. Und der Staat hat irgendwo mal 100'000 etwas gezahlt. Dann kann er so lange seinen Schadenersatzanspruch grundsätzlich nicht geltend machen, das Opfer, als der Staat nicht zuerst seine 100'000 zurückbekommen hat. Was mit den anderen 900'000 ist, kümmert der Staat eigentlich nicht und blockiert er einen Anspruch vom Opfer, wenn er es gegen Täter geltend machen will. Das Departement für Justiz und Sicherheit des Kantons Thurgau sei daran, die geschuldete Summe einzufordern, heisst es dort. Wegen des laufenden Verfahrens nimmt aber niemand weiter Stellung zum Fall. Mach es mal auf. Oder meinst du, es bläht alles raus? Mhm. Ja, 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 Hast du es geschüttelt? Ja. Dominik Bein lebt unter dem Existenzminimum. Seine 73-jährige geschiedene Mutter unterstützt ihn mit ihrer AHV-Rente so gut es geht. Und die Täter?
Das habe ich immer sehr ungerecht empfunden. Sie sind zwar ins Gefängnis gekommen, sie haben ihre Strafe abgesessen, sie haben einen Bewährungshelfer bekommen, aber das Opfer hat niemand bekommen. Da ist niemand gekommen und hat gesagt, wir übernehmen jetzt das oder wir übernehmen das. Oder das müssen Sie sich jetzt keine Gedanken machen, kümmern Sie sich einfach um den Dominik. Wir helfen Ihnen da schon. Nein, da ist niemand gekommen. Da hat niemand etwas geholfen. Da musst du selber schauen, wie du weiterkommst. Ich mag denen gönnen, dass sie einen Bewährungshelfer haben und dass sie wieder auf dem rechten Gleis kommen. Aber wenn sie dann schon auf dem rechten Gleis kommen, dann sollten sie auch ihre Sachen zahlen, die sie verschuldet haben. Es ist einfach schwierig für ihn. Er wäre auch lieber gesund, aber es ist jetzt halt so. Sein Schicksal hat uns einfach getroffen. Drei Nachmittage pro Woche unterstützt IV-Assistentin Ilaria Capano Dominik Bein und seine Mutter. Sie ermöglicht ihm all das, was Rosmarie Bein nicht mehr leisten kann. Sport zum Beispiel oder Begegnungen mit Gleichaltrigen. Der Herr, dein Ross. Also, gehen wir vor. Jetzt gehen wir aber nicht da hin, wir gehen an einen anderen Ort. Das ist Mikko. Dominik Bein liebt Tiere. Und für ein paar wenige Monate wurde letztes Jahr sein Traum wahr. Er durfte einmal pro Woche als Hilfspferdewart arbeiten, sich nützlich und wertgeschätzt fühlen. Doch das Glück war von kurzer Dauer und scheiterte einmal mehr am Geld. Dominiks Rente und die AHV seiner Mutter reichten auf Dauer nicht aus, um eine Begleitperson zu bezahlen, die einschreiten könnte, wenn Dominik einen seiner epileptischen Anfälle hätte. So bleibt ihm nur die wöchentliche Reitstunde bei seinem Reitlehrer Murat. Was haben Sie denn so gern an den Ross? An den Ross? Ja. Das Schweine, Hüte. Das Schweine, das Galoppieren, das Traben. Das Haus. Ja, am liebsten eine Zackig, gell? Ja. Ja. Eine berufliche Ausbildung lehnte die IV übrigens ab, weil diese nicht wirtschaftlich genug wäre. Dominik Bein kann den Mindestleistungslohn von 2,55 Franken nicht erzielen. So, und jetzt heben. So, das ist gut, hä? Also, Dominik, hebst du dich gut, gell? Traben wir an, du musst sitzen bleiben. Flavia. Trab. Sitzen bleiben. Und Flavia, galopp. Gut, Bein lang. Lang machen und Schultern zurück. Gut. Was wäre Ihr grösster Wunsch für Dominik? Ich wünsche mir für Dominik, dass er noch unabhängiger und selbstständiger wird, weil er halt auch in Zukunft sicherlich immer Hilfe benötigen wird. Auch, dass er sich vielleicht in die Arbeitswelt integrieren könnte, dass er mehr Kontakte pflegen könnte, dass er Freunde fände, dass er einfach Menschen um sich hat, die ihn gern haben. Denn was sein wird, wenn Dominiks Mutter ihn aus gesundheitlichen Gründen einmal nicht mehr unterstützen kann, daran wagt hier niemand zu denken. Er war eigentlich immer ein Fröhlicher. Und ein Peace People. Peace People? Ja, immer Friede, Freude, Eierkuchen. Er hat das gerne gehabt. Friede, und er war gerne mit seinen Kollegen unterwegs. Ja, er war eigentlich ganz ein normaler Jugendlicher. Und auch an diesem Abend sind sie das Dritte losgegangen. Und einer konnte dann noch rein, hatte noch das Billett gehabt. Und die anderen zwei haben halt keins gehabt. Kass mehr bekommen. Und dann haben sie nach Hause gehen. Zum halben Zehnium haben sie dann nach Hause gehen. Und dann sind die eben, die haben denen abgepasst und die zusammengeschlagen. Und das war nicht so vorgesehen. Aber ja, manchmal kommt es einfach anders, als man denkt. So oft, wenn ich sie gefahren habe, immer ans Konzert und abgeholt habe, die Bande, dort bin ich nicht gegangen und einmal bin ich nicht gegangen und habe gedacht, sie arbeiten das jetzt alleine. Ich muss im Geschäft arbeiten. Ja.
Ja, das habe ich mir schwer vorgeworfen, dass ich mich nicht gekümmert habe. Einmal nicht gekümmert habe. Selbstvorwürfe einer gepeinigten Mutter. Und auch die Prozesse waren ein traumatisches Erlebnis für Rosmarie Bein. Das hat mich nachher wahnsinnig lang belastet. Die Aussagen und die Ausreden, die sie hatten. Und nein, das hat mich schaurig belastet. Kein einziger hat Dominik angeschaut und wäre vielleicht hingekommen und hat gesagt, es tut mir so. Es tut mir so leid, was ich dir angetan habe. Nein. Nein, das ist ihnen völlig egal. Völlig egal, ob sie einen Menschen selber töten. Denn sie haben ihn fast getötet. Oder? Er kann nicht so leben wie ein freier Mensch. Regelmäßige Schadenersatzzahlungen der Täter würden Dominik Bein immerhin etwas Freiheit geben. Es ist eigentlich traurig, dass sie das nicht eingesehen haben, dass sie für den Dominik sorgen müssen. Sie haben es verursacht. Sie haben Dominik sein Leben kaputt gemacht. Oftmals hat er gesagt, er wäre lieber tot als so leben. Aber mittlerweile erlebt er schon gern, wenn er sich das, wenn er sich auch mal eine Freude leisten kann. Aber wenn ich immer muss sagen, wir können uns das jetzt nicht leisten, wir müssen jetzt halt wieder sparen und das geht jetzt nicht, dann denkt er, für was ist er überhaupt da? Er kann nicht arbeiten, er will gerne arbeiten, er kann nicht arbeiten. Und eigentlich hätte ich schon lange überhaupt nichts mehr wissen von diesen Typen. Weil man studiert immer noch daran, wie kann ein Mensch so sein? Wie können Menschen so sein? Aber und das belastet dann. Und eigentlich habe ich nicht mehr die Kraft, die Belastung zu tragen. Aber dem Dominik zu lieben, er sagt dann auch, nein, Mami, das gibt es doch nicht. Die müssen doch für mich aufkommen. Ich kann doch nicht. Wenn ich könnte, würde ich ja. Ja. Er kann nicht. Über 10 Jahre hatten die Täter nun Gelegenheit, sich gütlich mit Dominik Bein zu einigen und freiwillig Schadenersatz zu zahlen. Jetzt kommt der Zivilprozess. Die Zeichen, die wir im Hintergrund haben, sind bei den meisten Tätern so, soweit wir überhaupt Zeichen haben, dass wir müssen vermuten, dass der Zivilprozess zwar schön ist, dass wir ohnehin gönnen, aber wir werden nicht ernsthaft Geld bekommen. Es ist am Schluss nicht die Frage, ist der Prozess gut und gönnen wir ihn, sondern wenn kriegt Dominik endlich Geld? Nicht, weil er geldsüchtig ist, sondern damit er in ein normales, menschenwürdiges Leben könnte kommen. Das ist das Thema. Und wir werden jetzt wahrscheinlich demnächst gegen 2, 3 von diesen Tätern wirklich mit Zivilklagen anfangen loslegen. Damit die Ernsthaftigkeit dann wirklich untermauert wird. Und ich glaube einfach, dass jeder vernünftige Mensch, wenn er unterdessen integriert sollte sein, langsam müsste erkennen, dass er jetzt in einer sehr viel besseren Situation ist, als was das Opfer immer noch drin steckt. Mhm. Haben Sie 2 Handys? Mhm. Dominik Bein kann nicht gut sprechen. Doch als er eine Packliste für seine Ferien erstellt, bemerke ich, dass ihm Schreiben leichter fällt. Eine neue Art der Kommunikation zwischen uns. Dominik, Sie können ja so gut schreiben. Nein. Darf ich etwas fragen? Was würden Sie von diesen Tätern, die Sie so zugerichtet haben, erwarten? Und von den Tätern erwarte ich eigentlich, dass sie mir einen zünftigen Lohnersatz zahlen müssen. Mhm. Mhm. Haben die sich eigentlich bei ihnen mal entschuldigt? Nein. 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 Wollen sie, dass sie das machen, die Täter? Dass sie sich bei ihnen entschuldigen? Nein. 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 Hätten Sie gar nichts mehr mit denen zu tun haben? Ja.
Rosmarie Bein ist gesundheitlich angeschlagen. Trotzdem ist sie rund um die Uhr für ihren Sohn da. Nur um 18 Uhr ist ihre heilige Serienstunde, ihr täglicher Ausflug in eine heile Welt. Von wo nehmen Sie die Energie? Das weiß ich auch nicht. Also, ich weiß es nicht, ich mache es einfach. Ich mache es einfach. Also, mir hat mir im Spital gesagt, hat mir eine junge Ärztin gesagt, Frau Bein, leben Sie Ihr Leben. Das und Dominik können Sie nicht leben. Dann habe ich gesagt, wenn ich ihn versorgen würde, ich könnte mir nicht mehr ins Gesicht schauen, in den Spiegel schauen, ich könnte mir nicht mehr anschauen. Ich würde denken, ich habe versagt als Mutter. Und es ist auch so, dass ich das auch gerne mache für den Dominik. Ich mache das wirklich gerne. Obwohl manchmal, es ist schon manchmal ein Stress. Wenn zum Beispiel? Wenn es ihm gar nicht gut geht und ich nicht helfen kann. Und, oder er ausrastet, weil etwas danach ist, was ihm nicht geht. Er merkt dann auch, wenn er Grenzen stößt und er nicht bewältigen kann. Und dann hat er so seine Ausraster schon. Er kann nicht Auto fahren, er kann keine Familie haben, er hat keine Freunde mehr, er hat keine Freundin. Was ihn auch plagt, er würde gerne eine Freundin haben. Lange hat er im Internet gesucht, aber er ist irgendwie nicht gegangen. Ja. Alles das, was halt junge Menschen gerne möchten, oder? Er würde gerne ein Konzert gehen oder er würde gerne fortgehen. Kann ich verstehen. Weißt du, was sie für Fischen weisen? Ich dachte, wir werfen einfach die Angel ins Wasser, ne? Eine sinnlose Gewalttat, 6 uneinsichtige Täter, 2 zerstörte Leben. Dominik Bein und seine Mutter, lebenslänglich Opfer. Oh, die Kunde. Wenn eine gute Fee würde kommen und ihnen würde 3 Wünsche erfüllen, was würden Sie sich wünschen? Ja, dann. Ich habe keine Autobahnerschick und ein schönes, großes Haus. Und gut reden willst du? Das ist doch noch das Wichtigste, ja, dass du wieder gut reden kannst. Ja, 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 ja. Ja, machen wir noch mal eins. Komm, ja, so, weiter. Das 4. Ja.